Hallo, hier ist Naruto 1986. Herzlich willkommen zu Spider-Man Part 101. Auch hiermit zum Finale. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und auch wieder danke für die Kommentare und alles. Ich bin euch alle so dankbar. Hat mich gefreut. Ich lese das immer wieder gerne, was ihr da reinschreibt. Und ja, herzlichen Dank. Marvel. So. 2018 Sony Interaktive. Ja. Egal. Lädt und lädt und lädt mal wieder. Finde ich gut. Also so letzter Part daher. Egal. Nein, ich jetzt lecker so. Damit. Wow. Oh ja klar. Erst und nicht. Stufe 50, klar, und hier 87% und los geht's. Und was? Hä? Was mit PS Store öffnen? Die Räuberfalle. Die niemals schläft. Warte. Wartet, dann machen wir gleich weiter. Wartet einen Moment, ich muss kurz mal was kurz gucken, bevor ich da weitermache. Oh, ja, jetzt, Mann! So, jetzt. Und fortsetzen dann jetzt. So, dann sind wir jetzt beim Finale angekommen. Perfekt. Na, mal gucken, ob wir es schaffen, aber ich denke schon, dass wir es schaffen. Leute, eigentlich. So. Können wir mal loslegen hier. In Herrgotts Namen. Spellung. Hä? Ja? So, hier runter jetzt erstmal. Und. Hier. Ahnung. Dies ist dein. Letzte Chance, Ausrüstung und Fähigkeit von dem vor dem Ende der Story aufzurüsten. Ja, okay, du kannst vorher dann nicht mehr machen, aber wahrscheinlich nach der Story dann wieder. Peter, ich bin bei May. Es ist schlimm. Das Antiserum muss innerhalb einer Stunde hier sein. Und wenn das nicht geht, musst du herkommen. Alles klar. Dann wollen wir loslegen. Seit heute weiß ich, ich bin ein schlechter Taub. So. Das Finale beginnt. Der letzte Kampf. Dann wollen wir mal unser Bestes geben. Ja, lädt noch. Aha, da ist jetzt auch das automatisch mit dem jetzt reingegangen. Okay. Wir schaffen das Unmögliche, Doc. Aber ich muss es zerstören. Mit einer kleinen Eigenkreation. Okay. Okay, Spidey, auf zum letzten Kampf. Oh yeah. Los geht's, Spidey. Ab die Post. Mal gucken.
einmal melden wir uns mit Live-Bildern von Bürgermeister Osborn, gefangen auf dem Dach des Oscorp Tower. Oh mein Gott. Was für so ein Netter. Soll ich etwa betteln? Das wird nicht passieren. Die Welt wird die Wahrheit erfahren, bevor sie dich vom Gehsteig kratzen. Warum bist du böse geworden? Verstehe ich nicht. Sag ihnen, was du getan hast! Ich... niemals! Ja! Alles, was du hast, gründet sich auf Lügen. Lügen! Du bist doch krank. Handy weg. Du nahmst mir meine Firma, meine Ideen. Jetzt. Die Wahrheit. Die Wahrheit. Okay. Die Wahrheit ist, deine einzige erfolgreiche Arbeit war die mit mir. Die Wahrheit ist, du hast nie akzeptiert, dass ich besser bin als du. Du bist ein Versager, Otto. Und wirst es immer sein. Jetzt kommt Spidey. Los, Spidey, schnapp ihn dir. Guck mal, Spidey. Jetzt hoch mit uns. Kann ich den neuen Anzug testen? Na, du grinst nicht so blöd. Geben Sie mir das Antiserum. Otto, Sie haben Ihr ganzes Leben den Menschen geholfen. Bitte. Du kämpfst gegen den Falschen. Aber wie du meinst. Wir haben nicht viel Zeit. Bitte! Ich übergebe das Antiserum, wenn Osborn für seine Tat büßt! Oh, da oben. Und das da noch. So. Und jetzt. Geh runter mit dir. Und zack. Wow. Geben Sie mir das Antiserum! Sie haben Osborn doch bereits ruiniert! Nein! Er fällt immer auf die Füße! Er muss alles verlieren! Und hab dich. So, komm her jetzt. Zack! Ein schöner neuer Anzug. Danke. Wird nicht helfen. Doch, deine Wirkung. Ich kenne ihre Schwächen. Genau. Ich habe keine Schwächen. Doch, du hast Schwächen, Alter. Und hab dich jetzt. Zack. Verschwendest meine Zeit! Ach, wirklich? Na, warte. Oh, komm. Na, ich wollte ihn jetzt eigentlich so attackieren mit dem anderen Ding, aber... Osborn ist der Verbrecher! Nicht ich! Ja, aber du machst dich gerade selbst damit zum Verbrecher, Junge. Okay. Natürlich nicht helfen. Oh. Och, komm hoch, Spidey. Ja, Alter. Sie schaden sich nur selbst. Da hat er recht. Komm her jetzt. Bäm. Geben Sie mir das Antiserum. Ich verspreche, Osborn wird angeklagt. Lügner! Doch, das stimmt, was ich sag. Nichts als Lüge! Und
Komm her jetzt. Bams! Was ist mit dem Mann passiert, der Menschen helfen wollte? Der Schwächling? Der Loser? Er ist weg! Wenn er mal aufhören würde, dauert immer da hinten runter zu hüpfen, ja, da? Ich hasse diesen Platz einfach zum Kämpfen einfach und dann ist es einfach ein bisschen bekloppt für diesen Platz hier. Doktor, Sie sind nicht bei... Er hat recht, Sie sind nicht richtig Schluss bei Sinn. Damit. Genau. Genug gespielt! Oh mein Gott. Beeilung. Jawohl. Ich mach nur das Richtige gerade. Oh mein Gott. Shit. Jetzt haben wir ein Problem. Oh. Was ist denn ein Problem? Wie enttäuschend. Sie wussten es? Ich wollte sie warnen. Aber sie hörten mir nicht zu. Sie wussten es. Du wirst nicht siegen. Oh, doch, werde ich. Das bedeutet mir zu viel. Sicher nicht mehr. Halt mir! Genau. Ja, dein erster Arm ist weg, Freundchen. Oh, der Kampf ging jetzt aber schnell. Bis an diese Stelle hin. Ich habe gedacht, da kommen zwei Runden mit dem Ding, aber vielleicht beim ersten die Runde schon gewesen mit dem hier. Okay. Sehen Sie nicht, wie viel Leid Sie verursachen? Das verstehst du nicht. Du hast nie so gelitten wie ich. So, hier bin ich wieder. Entschuldigung, gerade wegen dieser scheiß Störung gerade eben. Ich hoffe, mir hat's nicht. Ich hoffe, mir hat's gerade eben nicht mitbekommen. Hinter. So, das ist ein Blödsinn hier. Aua. So was hält ein Blödes gerade. Ich komm her. Lass es einfach. Yeah. Oh, der Spider-Anzug ist nicht schlecht, finde ich. Rutsch durch und jetzt verpassen wir. Komm, Spidey. Und noch einmal. Jawohl. Komm schon. Bitte. Denken Sie daran, wer Sie waren. Dieser Mann ist tot. Du kannst mich nicht retten, Peter. Dann müssen Sie sich wohl selbst retten. Genau. Alter, jetzt noch ein... Sie waren mein Held! Genau. Zweite Runde. Vergiss es nicht. Sie waren so wichtig für mich! Ciao. Das ist die dritte Runde. Komm doch mal her. Ich hasse es, dass Sie mich dazu bringen! Und yeah. Komm. Wir wollten die Welt verändern! Ja, ich brauch diesen Schrein, ich weiß es zu weh. Nächste Runde. Ah, dann schon gleich, ich hab jetzt. Ah, okay, ich hab zu spät gekonnt gerade eben, egal. Jetzt aber richtig. Erwischt. Sie sehen müde aus, Parker. Nicht müde! Nur verletzt. Richtig. Oh, oh, Spidey. Sorry, Leute, wirklich. Das ist wegen so ein Blödsinn, jetzt da raus musste, ey. Ernsthaft. Otto, nur weil irgendwo jemand laut ist. Wenn man die Welt verändern will, muss man bereit sein, auch die härtesten Entscheidungen zu treffen. Stimmt.
Das ist wirklich wahr! Was ist dir los? Nein! Doch. Nein! Doch. Warte, ja, ganz kurz, Ruhe. Das Antiserum. Schön, wir erst mal gekommen. Und wenn man so hohl ist und nicht mal hört, wo das Laute herkommt, dass man da immer denkt, dass es bei mir ist. Ey, wie bescheuert muss man sein, ernsthaft. Sorry, dass ich jetzt gerade böse werde deswegen, aber das hat mit euch nichts zu tun. Sorry. Aber... Peter, Sie waren wie ein Sohn für mich. Ich hätte wissen müssen, dass Sie sich auch gegen mich stellen, so wie alle anderen. Gegen? Ich habe Sie angebetet, Ihren Geist, Ihr Bestreben, anderen zu helfen. Und wie Sie nie aufgaben. Weil Menschen wie wir eine Pflicht haben, eine Verantwortung, unsere Talente für andere zu nutzen. Auch wenn diese es nicht schätzen. Wir müssen für die sorgen, die unter uns stehen. Ob sie es begreifen oder nicht. Nein, das ist falsch! Sie sind das, was ich immer sein wollte! Und sie haben alles weggeworfen! Ja, natürlich. Sie haben recht, Peter. Das ist mir jetzt klar. Die neurale Schnittstelle beeinflusste mich. Keine Ausreden. Aber das kriege ich hin. Wir kriegen das hin. Zusammen. Wenn Sie mir helfen. Ich werde tun, was ich kann. Ich sorge für die beste Hilfe. Genau. Nein! Doch. Wenn Sie mich einsperren, nehmen Sie mir meine Arme! Dann bin ich in diesem nutzlosen Körper gefangen! Glaube ich nicht. Bitte, Peter. Das war nicht ich. Sie haben gesagt, Sie lassen mich nicht im Stich. Niemals. Wissen Sie noch? Und natürlich, keine Sorge. Ihr Geheimnis ist sicher bei mir. Tun Sie, was Sie für richtig halten, Doc. Mehr kann niemand von uns tun. Genau. Junge, du brauchst eine Therapie, Alter. Ernsthaft? Unendlich wehtun. Peter, wo wollen Sie hin? Peter? Peter! Junge, schreie nicht rum. Das bringt doch nichts. Endlich. Leute, aber wirklich, ich kann mich nur noch mal herzlich entschuldigen dafür. Ich hoffe, wegen dieser scheiß Störung gerade vorhin, ich hoffe, mir hat nichts drauf gehört und mir hört es nicht. Und wenn man was hört, hoffentlich nur ganz leise, dass man nicht richtig versteht. Tut mir leid, wirklich. Noch verwendbar. Aber wir brauchen die gesamte Probe, um mehr zu produzieren. Wie lange dauert das? Stunden. Vielleicht einen Tag. Na, so viel Zeit hat sie nicht. Und wenn wir jetzt damit jemanden heilen? Dann bleibt nicht genug für die anderen. Oh Gott, die Armen. Auch die arme Tante natürlich. Ich lass dich kurz allein. Danke. Es wird alles wieder gut, Ma'am. Ich habe das Gegenmittel hier. Nimm deine Maske ab. Was ist jetzt? Ich würde gern meinen Neffen sehen. Hä? Was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Neffe und Enkel? Du weißt es? Schon eine ganze Weile.
Ich wollte nicht, dass du dich sorgst. Das tat ich. Und ich bin so stolz auf dich. Und Ben wäre es auch. All die Leute, die du gerettet hast. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Doch, das weißt du. Ich weiß, die Entscheidung fällt dir schwer, ich weiß. Der Arme. Ja, du Arme. Ist schon blöd, dass nicht so viel von den Gegenmitteln da ist. So, mein Scheiß. Nein, nein, ich lache nicht deswegen, weil sie jetzt gestorben ist. Ich lache jetzt wegen dem schwarzen Bildschirm, weil es die ganze Zeit schwarz geblieben ist und jetzt immer noch im Schwarz ist und es noch laden tut. Ach Gott, das ist einfach nur unnormal. Antiserumstation. Okay, dann lege ich den Controller weg, weil wir haben ja nichts zu tun. Wir können ja auch gerade nichts machen, weil... Das ist schön, dass die anderen geheilt werden. Aber zu welchem Preis? Das ist die Frage, zu welchem Preis? Ja. Wäre bloß ein bisschen mehr da gewesen von dem Mittel, der Gegenmittel, das wäre besser gewesen, sondern hätten sie jetzt die anderen retten können und ihre. Und er hätte auch seine Tante retten können. Aber so, ja. Hat er jetzt einen hohen Preis dafür bezahlt. Aber was wäre jetzt, wenn er jetzt seine Tante geholfen hätte und dann hätte er wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn er jetzt jeden in der Stadt hier auf dem Gewissen gehabt hätte durch die Krankheit. Weil er das Mittel einfach eingesetzt hat. Das war seine Entscheidung, okay, aber ob dessen Leben dann noch gut gewesen wäre für ihn. Hm. Eigentlich im Knast. Ja. 3 Monate später. Also? Hi, Mary Jane Watson, Mitherausgeberin. Glückwunsch. Danke. Ich wusste, du schaffst das. Was ist mit dir? Was gefunden? Oh, nein, aber... Ich bin gleich bei Ihnen. Danke. Mhm. Ich dachte, ich sollte vielleicht den Beruf wechseln. Hm? Ja, ich glaube, ich möchte Koch werden. Tut mir leid. Es ist... Du bist Wissenschaftler. Ein guter. Mein letztes Projekt brachte einen Monster-Oktopus hervor, der fast die Stadt vernichtet hätte. Stimmt. Also. Ja. Ich meine, du machst ein tolles Hähnchencurry. Oh ja. Ja, komm. An den Knödeln arbeite ich noch. Jetzt küsst euch, komm, macht schon. Gehst du campen? Oh, meine neue Wohnung ist erst in einer Woche fertig, also werde ich erstmal bei Miles übernachten. Oh. Weißt du, du kannst jederzeit bei mir wohnen. Nur wenn du willst. Nein, ich meine ja, ich meine, nein, ich will nicht, das heißt, ich würde wollen, aber nur wenn du es willst. Ich habe es immer gewollt. Ich auch. Jetzt stotter hier nicht rum. Abstempeln. Geht doch. Boah, das ist nach 3 Monaten. Gut. Leute, das war jetzt Spider-Man. Das war jetzt das Finale. Aber ich hab den Kampf jetzt echt schwerer vorgestellt. Weil du dich da rumschwingen musst, da außen rum und alles. Dann, so habe ich mir das echt schwerer vorgestellt. Aber es war gar nicht so schwer.
aber... Super. Ah ja, apropos, endlich. Jetzt ist das Spider-Man-Projekt abgeschlossen. Mit der kompletten Story. Das ist das Finale. Und ich freue mich jetzt daher, dass ihr eingeschaltet habt. Gebt einen Daumen hoch. Und ich kann es nur noch einmal wiederholen, mich dafür zu entschuldigen. Für die Störung gerade eben. Und dass ich gerade eben so böse geworden bin, das tut mir auch leid, weil das war keine Absicht, aber weil, was macht ihr dann, wenn ihr dann, wenn bei euch hier ist, dann bei euch in den Elternteil reinplatzt, weil die selbst zu hohl sind und ich kapiere, dass es bei euch nicht, das Laute gar nicht von euch kommt. Da könnt ihr einfach nur böse werden und euch nur ärgern. Da ist es immer, da wäre es eigentlich besser, wenn man eine eigene Wohnung hätte. Ohne Witze, dann könnte man es machen, was man wollte, so viel aufnehmen, wie man wollte. Und es würde niemand hier reinplatzen. Natürlich müsste man natürlich auch Rücksicht auf die anderen nehmen, ist klar, aber... So. Nee, ohne Witze, Alter, wirklich. Aber jetzt nochmal auf das Spiel, also aufs Spielzeug. Das war wirklich genial gemacht, wirklich super. Echt genial, kann ich sagen. Und... Ich kann nur sagen, Gott sei Dank, endlich geschafft. Ich finde es jetzt ein bisschen schade. Ich finde es jetzt leider ein bisschen schade. Dass es so schnell zu Ende ist. Und das Ende auch noch. Aber wie, also ohne Witz. Einfach in dem Sinn einfach komplett genial. Aber der Schluss hin, der Kampf, der war episch genial. Aber das ist einfach, ja. Schreibt es einfach in die Kommentare, wie ihr es fandet. Ich fand es auf alle Fälle genial. Oder ich noch mehr solche Spiele spielen soll. Schreibt es mit rein. Auf jeden Fall. Hammer. Okay, es gab auch jetzt viele stressige Tage, wo ich mal ein bisschen ausgeflippt bin, aber bei dem ist sowas nicht. Die Cutscene sieht klasse aus. Die ist auf alle Fälle sehr gut gemacht. Und ja. Marvel Spider-Man. Wir haben auch einen neuen Anzug wahrscheinlich jetzt freigeschaltet, aber das werden wir gleich mal nachgucken. Und... Ja, ich bin kein Experte oder so, aber es liegt wohl daran, wie du sie fragst. Ich glaube, ich bin zu nervös. Hey, okay, wo soll das hier hin? Einfach dahin. Okay. Hey, also, Pete? Ja. Ich muss mit dir über was sprechen, was ich meiner Mom nicht erzählen kann. Über was denn? Tja, mir passiert irgendwas. Also, körperlich. Oh. So. Oh. Ja, du bist jetzt in dem Alter, in dem dein Körper sich verändert und es gibt da gewisse, also Bereiche. Nein, nicht das. Das meine ich nicht. Aber was anderes sagt ihr. Ich glaube, es ist besser, wenn ich es dir zeige. Ja, genau. Nein, bitte tu's nicht! Ganz schön schräg, was? Wie man's nimmt. Die zwei Spider-Mans vereint. Wow. Additional Casts. Shoot oder Cook Stanley. Na also. Ah, das ist die richtige Cutscene. Das vorhin war nur so ein bisschen nach auf die Vorspannung da Dings von dem Vorspann, was man gerade gesehen hat noch. Aber ich war also von der letzten
Splitter-Szene. Genial. Aber ich hoffe, es wird noch ein Spider-Man rauskommen, aber dann vielleicht hoffentlich dann mit Miles selber als Spider-Man. Aber warten wir mal ab, lassen wir uns überraschen und dann sehen wir weiter. Ah nee, ich will noch eins dazu sagen, gerade wegen vorhin. Ich hoffe, das Let's Play, der letzte Part ist hoffentlich trotzdem noch gut geworden. Auch wenn man auch durch die Störung. Ich hoffe, man hat nicht viel verstanden und nicht viel gehört, deswegen wegen der kleinen Störung da, aber passt ja. Ja, ich hoffe es nicht, aber ja. Gut. Hat sich erledigt, aber ich sollte mal unterbrechen jetzt hier, diese überspringen, weil ich weiß nicht, ob da noch was kommt, aber das muss man nicht unbedingt haben. Also. Dann wollen wir mal gucken. Normalerweise müssten wir eigentlich so noch spielen können. Werden wir gleich sehen. Gucken wir mal. Wow. Ah ja, das kommt ja auch noch. Stimmt ja. Da bin ich froh, dass wir das nicht übersprungen haben. Dass wir diese Szene auch noch mit haben. Dass wir die Cutscene jetzt auf das übersprungen haben. Das war ja schon mal gut. Ja, da ist Harry drin. Harry Osborn, der Sohn. Wir waren dicht dran. Boah. Ich mache weiter. Ich finde ein Heilmittel. Das Heilmittel ist doch schon... Das werde ich. Ich liebe dich, Sohn. Doch nicht in Europa. Okay. Aber ich kann nur sagen, Trophäe erhalten, Endspiel. Okay, super. Wow. Cool. Abgeschlossen. Yay. Marvel Spider-Man, Glückwunsch. Du hast die Hauptstory durchgespielt, aber das Abenteuer geht weiter. Du kannst jetzt Forschungsstationen, die Tageszeit ändern. Ultimative Schwingrichtigkeitsgrad oder ein neues Spiel anfangen. Vertrauen. Cool. Anti-Org-Anzug. Yay. Neuer Anzug verfügbar. Perfekt. So, das ist ja noch nicht der letzte, aber ich gucke mir mal den an jetzt. Ja, da ist er. Hä? Welcher ist das? Ja, ja, ja. Ah, ja, ich weiß, wie ist der. Ich weiß, welcher das ist. Das ist dieser. Hier. Dieser komische Buddy-Anzug davon. Ja, 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 das ist geil. Und da ist der hier und hier unten ist der Anti-Org-Anzug. Dann zieh ich mal den an und probier mal den hier aus. Geil. Dann probieren wir mal den aus. Mit dem lässt sich gut schwingen, finde ich. Hä, was mal? Oho. Auffüllen. Hey, cool, dass man mal das hier drin. Ja, auf alle Fälle, ich werde die anderen Anzüge alle auch noch frei machen und alles, wie ich es gesagt habe. Und werde dann auch hier noch so weitermachen, wenn was ist. Ah. Ja. Ja, dann kann man die jetzt hier, jetzt eigentlich komplett fertig machen, was ich gut finde. Und das werden wir dann auch noch machen. Das andere, was man gesehen hat, war ja das Beste hier mit. Hier ist Säbelzentrale. Brauch einen. Warte.
Dann guck ich mal, wie das gleich hier mit ist. Warte mal, kann man jetzt dann eigentlich auch eigentlich. Kann man dann eigentlich auch hierüber jetzt endlich? Ah, 89%. Alter, diesen neuen den Anti-Org-Anzug ist cool. Okay. Oh ja, ich werde erstmal den Anti-Org-Anzug anbehalten, weil der ist richtig genial. Juri, du bist zurück. Wie geht's deiner Mom? Gut. Sie beschwert sich schon wieder, dass sie keine Enkel hat. Also, nimmst du jetzt Urlaub? Bist du verrückt? Dafür ist keine Zeit. Es gab keine Apokalypse, also haben wir haufenweise unerledigte Dinge zu erledigen. Rikers Ausbrecher, Dämonen. Fisks Leute wollen wohl auch wieder mitmischen. Klingt nach harter Arbeit, aber wir schaffen das. Natürlich. Nicht du. Für diesen Job brauchen wir Spider-Corp. Oh Gott. Du hast es gesagt. Sogar mit der Stimme. Okay, mach nicht schreck. Du magst mich. Du magst mich wirklich. Ja, jetzt ist es schreck. Hör mal los, die Arbeit ruft. Ich kann es kaum erwarten. Spider-Corp überwacht die Stadt. Friedlich. Aber unter der ruhigen Oberfläche brodelt es. Oh, lass dich nicht überfahren, Spidey. Was habe ich getan? Was denn? Alter, wollt ihr mich gerade verarschen? Maskierte Terroristen haben Bombe gelegt. Bitte nach Sutton Place. Over. Ich will da drüben hin, hallo? Ey, das ist nicht euer Ernst gerade. Das ist jetzt wieder ganz normal ruhig hier alles komplett. Der kann durchfahren und alles. Aber. Ich komme da verdammt einfach nicht drüber. Was soll der Blödsinn? Ich will den letzten Ding hier holen, hallo? Warum lassen sie mich nicht da rüber? Das ist bekloppt irgendwie, warte. Ja, ich bin ein Trottel. Nee, glaube ich irgendwie nicht. Raft, wie komme ich bitte schon jetzt in das Raft rüber, hallo? Ja, okay, ein Ding fehlt jetzt hier noch. Ich glaube, nicht alles frei, eins fehlt mir hier noch. Aber wie soll ich jetzt bestimmt in dieses Raft rüberkommen, hallo? Ab hier oder was? Na toll, das sagt die mir jetzt erst, dass ich es ab hier fotografieren kann. 10:30, wir haben einen Raubüberfall. Brauchen mehr Officer bei Sycamore. Abgeschlossen, endlich. Ich habe mir schon gewundert, hä, wie kriege ich das Ding jetzt? Ich wollte schon gerade sagen, wie kriege ich das Teil jetzt eigentlich? Ich habe neulich Spider-Man gesehen. Trophäe erhalten. Besichtigungstour. Ja. Hey, Jungs! Die Knarre im Anschlag ist aber nicht gerade höflich. Hallo? Kommt mal her, Leute. Okay, komm mal her. Und herkommen. Ja, komm. Mach ruhig. Und weg. Und ciao.
Genial. Okay. Dann komm her. Ciao. Und mach auf der Bam. Fisks Verhaftung hat alle Kleinkriminellen aus der Versenkung geholt. Yes. Aber ich find's einfach. Als ich anfing, habe ich die Ganoven eingesponnen und einen Zettel für die Cops dagelassen. Jetzt sind es nur noch SMS. Wie unpersönlich. Oh, ich find's einfach jetzt nur richtig genial. Der neue Spider-Anzug, was ich habe, ist richtig genial. Warte mal, haben wir jetzt wieder was Neues mit freigemacht? Da vielleicht irgendwie. Dadurch, dass ich die ganzen kompletten Teile jetzt alle habe. Oh Mann. Okay, das heißt, ich muss jetzt gucken. Warte mal, für den brauche ich Herausforderungsmagen, okay. Da brauche ich auch Herausforderungsmagen, weil den habe ich im Besitz, der ist im Besitz. Den habe ich auch im Besitz, der ist im Besitz. Herausforderungsmagen. Den habe ich im Besitz, den habe ich im Besitz. Den da, diesen ist nur nicht verfügbar, da muss ich dann equalisieren. Aha. Habe ich den noch mit, den noch werde ich noch frei machen und die ganzen Dinge, was es so gibt. Dann hier im Besitz. Gut. Das heißt, dann haben wir noch nackter Angstanzug, da brauche ich Herausforderungsmagen. Dann brauche ich, ja gut, dann habe ich. Wow, 81 habe ich, dann habe ich fast alle Anzüge, cool. Dann brauche ich nur noch hier den hier. Den Anforderungen oder die Kosten. Dann schließ alle Hauptmissionen und Nebenquests und erreiche 100%. Okay. Und dafür brauche ich zwei Herausforderungsteile. Erstörungsschlag, okay. Gibt's auch noch was ich hier holen muss? Aber diesen Ork-Anzug, der Anti-Ork-Anzug ist cool. Kann man anders nicht sagen, der ist wirklich genial. Das ist halt nur die Frage, wie schafft man denn das dann, dass man das gleich. So. Mal gucken. Jawohl. So, und dann werden wir mal kurz das hier Schnellreise damit machen. Ja, und jetzt wieder alles friedlich in der Schlüssel auf ihn. Und ich wollte mir schon gerade sagen, ey, wie soll ich das jetzt bitte hinkriegen und schaffen, hallo? Oder warte mal, was ist das hier eigentlich, mein Zuhause? Okay, das wäre eigentlich mein Zuhause gewesen gerade. So. Oh ja, dieser Anti-Ork-Anzug finde ich cool. Ernsthaft, der ist wirklich genial. Ich werde ein bisschen mit dem Anti-Ork-Anzug spielen, der ist echt cool, finde ich. Taubenalarm. Oh, weg ist sie! Okay. Es ist meine Verantwortung, die Taube zu fangen. Genau. Ach, wie mache ich das vor? So. Komm schon, Spidey. Die Taube ist einfach zu schnell, finde ich. So. Jetzt einmal schnell nach oben. Müsste ich die blöde Taube bald einholen hier mit.
Streichen Sie es im Kalender an, denn ich werde jetzt etwas sagen, das Sie ganz bestimmt nicht von mir erwarten. Spider-Man hatte recht. Heißt das, ich habe ihm Unrecht getan? Entschuldige ich mich? Auf keinen Fall! Ich weiß aus sicherer Quelle, dass er ein regelmäßiger Hörer dieses Programms ist. Und jetzt ergibt das auch Sinn. Er hat mir zugehört, darüber nachgedacht und er hat gelernt, an sich gearbeitet. Und so unwahrscheinlich es auch scheint, er hat das Richtige getan. Also, Spider-Man, gern geschehen. Aber glauben Sie nicht, dass ich Spider-Man ab sofort mit Samthandschuhen anfasse. Ich behalte ihn im Auge, damit er ehrlich bleibt. Spider-Man, ich weiß, dass du zuhörst. Stell dir vor, dass ich dich beobachte, wo immer du auch bist. Okay, natürlich nicht unter der Dusche. Das wäre schräg. Oder auf dem Klo. Oder ab zur Werbung. Hier drüben. Ernsthaft, ey, mal, endlich hat er mal was Nettes gesagt heute. Hier Säbelzentrale. Brauche Lagebericht aus Lower Chinatown. Over. Haben eine illegale Versammlung von Zivilisten zerschlagen. Werden Befragungen und Festnahmen durchführen. Mhm. So. Sie haben die Grenze überschritten. Das werde ich auch. Oh yeah. Gute Nacht. Spider-Man, Feuer frei. Wir müssen mal über eure Definition von Sicherheit reden. Granate. Komm her jetzt. Oh, come on, Alter. Ja. Jetzt. Hier, nimm das. Jetzt komm her. Komm hier runter, Alter. Und das hier, Alter. Aha. So, jetzt ist hier Ruhe, Alter. Was ist? Komm hoch und jetzt. So, der war ein Freund hier. Nein! Wie hoch ist das denn beim. Ach so, ist er schon erledigt? Okay. Ja, schön fließt. Dann was war das hier? Und Sable International bekommt definitiv keine gute Online-Bewertung. Nee. Super. Dann werden wir erstmal kurz hier kurz cutten, weil ich kurz was. Oh, Scheißdreck, leckt mich doch am Arsch jetzt gerade. So. Ich hasse diese Aufgabe. Ernsthaft, ich hasse diese Ausgabe. Ich hasse diese Aufgaben. Weg. Was mir manchmal echt nicht in den Kopf geht, gell? Hier, da schwimmt er wieder ganz normal richtig. Aber warum muss der Scheiß dann immer in der Stelle irgendwie dann hier abfucken, dass dann. Ich höre in letzter Zeit auf, dass Spider-Man gelobt wird. Und das nicht ganz so unrecht. Immerhin hat er auf mich gehört. Und letzten Endes das Richtige getan. Aber kommen Sie mal wieder runter! Ja, das steigt ihm zu Kopf. Schauen Sie ihn sich doch an. Die schlauen Sprüche, die Selbstdarstellung. Er schwingt sich durch die Stadt, als gehört sie ihm. Tut sie aber nicht. Sie gehört mir. Ich meine, die gibt gar nichts. Es ist meine Verantwortung, die Taube zu fangen. So. Jetzt aber komm. Wow.
Oh, du blöde Taube, Alter. Bleib jetzt hier, du Drecksvieh. Von 12, na endlich. Die habe ich jetzt wenigstens gerade noch erwischt. So. Was ist das jetzt hier für ein Dreck hier? Warte mal, was ist jetzt hier? Hallo? Genau, dann gehe ich jetzt das hier rüber mal hin ins Labor. Kann man da überhaupt noch rein? Das geht Gott sei Dank noch. Ich habe schon gedacht, du kommst da nicht mehr rein. Kann man da mit dem Spider-Anzug rein oder wird das ein normaler Kittel an? Werden wir gleich sehen. Ja klar. Der Doc hängt im Knast und dann zieht er trotzdem seinen Spider-Anzug raus. Also. Gucken wir mal. Was haben wir denn hier noch für Aufgaben? Was ist das gerade? Ich muss gerade gucken. Nee. Das beende ich mal. Ja, natürlich. Aber da gab es doch auch noch was anderes. Von diesen Forschungsteilen hier, warte mal. Ich mach das auch noch, natürlich, klar, aber kurz mal. So viele schöne Erinnerungen. Jetzt sind sie verdorben. Stimmt. Hä? Was ist denn jetzt los? Ach, komm. Okay, gehe ich mal kurz hier außen rum. Nee. Okay. Arme testen. Wow, das sieht unglaublich stark aus. Und das ist gruselig. Alles klar. Cool. Gab's da nicht irgendwo noch ein Ding, was man machen konnte? Irgendwie noch ein Computer, wo du hier noch Sachen untersuchen konntest gerade. Ah, da hinten. Ja, genau das habe ich gesucht. Ja, genau das hier habe ich gesucht, verdammte Axt. Wahrscheinlich das habe ich gesucht, hier. Ist es das, was ich gesucht habe? Doc experimentiert mit Supraleitern. Ja, das ist das, was ich gesucht habe, genau das. Supi. Ein Glück, Alter, wieder was gesucht, was ich Ding habe. So, perfekt. Warte. Ich probiere das jetzt mal mit dem. Ne, oder warte mal. Hier. Ne, warte mal. Aha. Das könnte passen, okay. Für die Mitte, warte, ich guck gerade mal, was das jetzt sein soll. Passt, perfekt. Dann
Nee. Dann nehmen wir mal hier kurz das hier. Jawohl, das passt auch. Dann hier oben. Das hier und dann probieren wir mal noch das hier. Hä? Nee, Quatsch. Das kann auch gar nicht passen hier. Warte mal. Dann hier das höchstens. Hä? Warte mal, machen wir das jetzt hier so. Nee. Eins muss hier noch offen sein. Hier, das hier. Yes! Sehr cool. Komplexe Oxidkeramik. Perfekter Typ 2 Supraleiter. Mhm. Er wird heiß. Aber vielleicht für einen Außencontroller? So, dann machen wir jetzt noch die hier noch mit fertig. Ja. Irgendein Polymer. So, lass mal. Warte mal. Nee, warte mal. Mhm. Perfekt, dann. Das lassen wir mal kurz hier dann. Uiuiui, warte mal. Mal kurz das hier noch weg. Oder das hier. Okay, das hier und dann hier. Bingo! Das passt schon mal. Perfekt. Das heißt dann. Ja, warte mal. So, dann nehme ich jetzt mal hier kurz das hier. Dann das. Und dann hier gucken wir mal mit dem hier. So. Na gut, warte. Das hier und nee. Warte mal, lass mal kurz das hier gerade. Da muss ich gerade mal hier kurz gucken. So. Wahrscheinlich das hier noch. Perfekt. Ja, dann kann es da oben nicht passen. Ja, nee, ich hoffe, das war schon zu viel davon. Da haben sie vieles Guten hiervon. Okay, wenn es jetzt so bleibt, passt's. Dann kann es nur noch das hier sein. Nee, Quatsch. Yes.
Und das passt perfekt. Die zwei passen schon mal. Naja, dann kann jetzt nur noch... Es ist uns keins mehr übrig anscheinend. Das... Das... Okay, dann lässt er weg. Jetzt muss er davon übrig sein. Weil alles letztens verwendet, hallo? Warte mal, kommt es hier vielleicht hier rüber? So. Irgendwas kann dann hier nicht stimmen gerade. Warte mal, irgendwas kann dann hier gerade nicht stimmen. Probier ich mal kurz das hier drüben. Nee, warte. Dann... So. Dann brauche ich hier noch zwei Stück, aber das kann ja dann irgendwie hier nicht passen. Und dann kommen hier zwei von den Teilen. Das ist gerade das scheiß Problem. Okay, dann brauche ich hier gerade nur noch eins. Warte mal. Ich nehme mal kurz das hier mit raus und... Ja, jetzt schließe ich das hier mit ein. Das passt hier. Warte, dann brauche ich jetzt drüben hier auch nochmal eins. So. Nein! Warte mal kurz, das hier noch oben und dann das hier. Oder warte mal. Jawohl, jetzt. So. Das ist ja gleich alle. Das hier, dann brauche ich den anderen hiervon. Warte. Ah, das ist ja gut, wenn es so ist. Ein bisschen rumtüfteln ist mal gut. Warte. Das hier muss hier rüber. Warte, wo ist der? Das Ding davon. Irgendwas kann doch dann hier nicht stimmen jetzt.
Warte mal. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher hiermit. Warte. Ich muss jetzt erstmal was ganz anderes machen. Ich mache erstmal hier den Anfang, weil wenn wir jetzt sonst wieder hier dann überschreiten mit dem Scheiß, dann haben wir ein richtiges Problem. Nee. Das kann ja nicht passen. So, warte mal, nein. Das vielleicht... Nee. Ernsthaft gerade jetzt? Ich nehme kurz das Teil jetzt hier raus, so, warte. So. Und dann fahren zwei Enden haben. Oh, Alter, das kann doch nicht so schwer sein, das Drecksteil hier zu wissen, Alter, wie das funktioniert hier mit. So, gut, dann haben wir das schon mal weg hier. Jetzt muss ich halt nur noch die blöde Mitte hier wegkriegen. Warte. Nein. Nein. So. Perfekt, dann müssen die in der Mitte jetzt, die zwei in der Mitte hier weg sein. So, ne, warte. Das muss genau in die Mitte, die zwei Teile. So. Oh, leck mich doch gerade, Alter. Das kann doch echt nicht so schwer gerade sein, Alter. Warte. Nein. Boah, Alter, das Äußerliche ist so scheiße. Der Anfang hier, der ist, der hier, der Teil ist einfach gerade kacke. Um das hier überhaupt eine Einstimmung, darüber eine Einstimmung zu kriegen hier, so. Weh, wenn das jetzt nicht passt, ey. Ja, eigentlich, jetzt passt der Scheiß hier wenigstens zusammen hier. Der Scheiß passt jetzt hier. Endlich, verdammt, der Kackaxt hier. Endlich, verdammte Axt. Endlich. Ja, warte mal. Das lassen wir kurz so. Dann. Oder nee, warte mal. Nimm ich mal kurz. Das hier. Warte mal, doch, warte, könnte es gerade sein, warte. So. Dann probiere ich gleich mal das hier aus. Okay. Perfekt, das Ding kann ich dann wegmachen. Kann dann versuchen, dann noch das Teil mit einzusetzen und nehmen wir weg das Teil. Leckt mich doch. Ja, das ist nur noch eins hier, perfekt. Also die Antwort dafür zu finden ist jetzt gerade scheiß schwer gerade. Sehe ich gerade. So, einmal das hier. Dann. Warte mal. Muss wahrscheinlich den entfernen? Okay. Dann.
Nee. Ach, leck mich doch mal gerade hier am Ärmel hier. Damit habe ich jetzt das voll toll, aber. Was ist da? Wie habe ich die anderen zwei denn nicht so? Jetzt mal das. Ich probiere einfach mal ein bisschen aus hier. Nee. Ich probiere mit dem Teil einfach mal ein bisschen aus hier. Oh, come on, Alter, wirklich. Ihr verarscht mich doch gerade. Kann das sein, dass ihr mich hier gerade verarschen wollt? Okay. Das heißt, ich brauche nur noch ein verdammter Drecksding hierfür. So. Damit habe ich die zwei schon mal weg, das passt. Nee, warte mal. Das passt auch, dann das hier weg. Perfekt. Und das ist auch nicht das Passende dafür. Jetzt, na also. Ey, das ist so verdammt nicht normal. Ja gut, dann mache ich aus dem vielleicht nochmal ein paar draus, weil es ist dann von der Story war das der letzte, aber ich werde dann wahrscheinlich nochmal da draus nochmal ein paar machen, wenn es nicht anders geht. So. So. Und dann das hier für hier. Bingo. Jetzt. Das ist fantastisch. Ein selbstheilendes Polymer. Dieses Zeug übersteht fast alles. Dann machen wir jetzt das hier. Wollen wir mal sehen. So, warte, das machen wir dann hier. Mhm. Nee, warte mal. Dann hier. Und so, warte. Nein. La. Ich glaube, das hier. Nee, auch nicht. Scheiße. Hier jetzt ein bisschen rum. Das, in der Mitte muss das Ding dann weg sein. So. Ach nee, Quatsch, das kann ja nicht passen. Das vielleicht? Warte mal. Ich nehme mal kurz jetzt. Das hier raus, nehme jetzt das hier mit nach oben, das passt schon mal überein. Dann nehme ich auch das hier noch mit raus, das passt auch. Ja, ich glaube dann das hier noch. Nein. Irgendwas kann jetzt hier nicht stimmen. Also das kann jetzt irgendwie irgendwas gerade nicht stimmen. Warte mal, ich brauche jetzt hier noch ein Ding hier dafür. Dass ich noch ein Ding hier zusammenkriege. Warte mal. Was ist das da? Mann.
So. Das brauche ich ja. Ich muss gerade gucken. Auch falsch. Was ist denn das hier? Auch falsch. Warte mal, das setze ich mal kurz hier. Mal nach oben. Dann. Nee, das hilft mir hier gerade nicht weiter. Okay, das passt schon mal. Also das und das, das passt schon mal. Das ist supi. Dann muss das hier raus. Und dann nehme ich dann erstmal kurz das. Was passiert, wenn ich das hier rausnehme? Und jetzt das hier einsetze? Nee. Was ist, wenn ich jetzt... So. Oh Mann, Alter, das ist gerade nervend, wisst ihr das? Scheiße. Leute, ihr wisst schon, dass das gerade ein bisschen nervend, das ist ein bisschen nervend, gerade hier das Richtige rauszukriegen. Meine Fresse, Alter. Ich nehme mal das alles raus hier jetzt, Alter. Warte. So. Ja, aber... Das ist jetzt beschissen, weil da geht ja nur die Hälfte hier weg jetzt gerade. Jetzt bräuchte ich dafür nur noch ein einziges Ding. Hm. Aber das ist es wieder auch nicht. Guck. Das ist doch echt behindert gerade. Was ist das hier für eine Aufgabe hier? Was das ist. Irgendwas hier. So. Das passt jetzt auch wieder auch nicht, siehst du? Alter, das ist einfach gerade derbs behindert gerade. Wie habe ich das Teil zu? Und wenn ich jetzt das hier nehme fürs Ende, kommt es dann halt in dem Scheiß hier raus. Was mir in dem Sinn gerade scheiße wenig weiterhilft hier. Oh Mann, das ist so behindert gerade wirklich. Mm-mm. Nein. So. Leck mich doch gerade am... Mm-mm. So. Ernsthaft, Alter. Ich will nicht wissen, was mir das jetzt gerade weiterhilft. Nämlich gar nichts. Ja, okay, das war jetzt der erste Strang hier, was ich damit habe. Teufel, da hilft es mir das jetzt gerade. Das war jetzt das hier. Aber das andere ist einfach nur bekloppt, weil ich da gucken muss.
da drei Dinger zusammenzukriegen, ey. So. Mal gucken. Ja, toll, das hilft mir jetzt hier gerade nicht weiter. Das hilft mir hier gerade nicht viel weiter. Warte. Ich nehme kurz den hier raus, dann nehme ich ihn kurz. Nein. Nee. Einmal das hier. So. Mann, das ist gerade Nerven, Alter. Digga, das ist jetzt Nerven gerade. Wenn ich das jetzt hier rüber setze. Na, hilft auch nicht weiter. So, das passt. Das passt schon mal. Digga, ich bin hier gerade so am Verzweifeln mit dem Scheiß. Weil das hier einfach ein Dreck ist, weil hier nichts richtig funktionieren will. Okay, das haben wir. Was passiert, wenn ich das jetzt hier rüber setze? Ne, füllt es nicht aus. Gut, dann bin ich jetzt erstmal hier kurz im Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also